Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind hier im Kraterberg angekommen, auf der Seite von Ewigenau. Und wir wollen jetzt nach Norden, Richtung Blitzach. 216, 217 die Routen, um am See der Stärke Barry zu helfen. Denn dort ist das letzte, Team Galactic-Mitglied, sowie auch das letzte legendäre Pokémon der Seen. Und vielleicht haben sie es noch nicht gefangen, vielleicht können wir das noch unterbinden. Ich befürchte ja Schlimmes, weil der Weg ist sehr, sehr lang. Ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig ankommen werden. Wir haben Steinpolito gefunden, das ist ganz cool. Wir können es auch stärker einsetzen, dank dem sechsten Orden, den wir vor einigen Parts erlangt haben. Ich glaube, hier unten sollen wir nicht den Stärkestein beschieben, ne? Ich habe eh keine andere Wahl. Das sieht leider sehr schlecht aus. Genau, wir müssen noch von unten kommen. Wir befinden uns, glaube ich, hier auf der Seite von Elises. Yes, tatsächlich. Die Elises-Seite. Das heißt, von unten kommen heißt von Erzlingen aus, ne? Aber das geht ohne Kraxler, glaube ich, gar nicht. Und ohne Surfer. Aber gut, Surfer haben wir ja immer. Kraxler klingt, glaube ich, erst beim letzten Orden. Oh, wir ballern mal kurz diese kleinen Mini-Kecksteine weg, um uns den Sonderbomb zu gönnen. Könnte man natürlich jetzt direkt in unsere Mons reinkacken, damit sie sich entwickeln. Also Nidra entwickelt sich auf Level 40. Und Dragira auf dem nächsten Level. Deswegen... Ja, Shiny hat immer noch kein gutes Item, sehe ich gerade. Warte mal, Steinpolitik 69? Ja, moin! Okay. Haben wir immer noch kein gutes Item für Shiny? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Kein Magnet- oder Elektrotafel. Ja. Der ist doof. So. Was haben wir denn für TMs? Donnerblitz. Ja, Fußtritt kann er leider nicht. Schaufel kann er leider auch nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Er kann echt nicht viele TMs. Das finde ich sehr, sehr belastend. Nicht mal dunkel. Es ist so lächerlich. So, die haben Lux da komplett schlecht designt, leider. Vom Move-Kit her. Aber die Zahnattacken, ne? Die können es sein. Naja. Ach du Scheiße. Genau. Mal auf den Povich gucken. Auflockern einsetzen. Ein wildes Raptor, ja klar. Hier in der Höhle, warum auch nicht? Wir tun mal so, als wäre das unser Raptor gewesen. Weil. Das andere gibt keinen Sinn. Ein Säckchen Sternenstaub. Okay. Mit dem See war auch irgendwas Weirdes, ne? Hier kann man, glaube ich, einen Barsch verfangen. Auf einer ganz bestimmten Stelle, die random spawnt. Um dann Milotic zu bekommen. Ne? War das nicht so? Ich glaube, das war so. Pokémon gibt es ja natürlich auch. Vielleicht sollten wir Schutz ansetzen. Ich glaube, allzu viele krasse Pokémon wird es hier nicht geben. Haben wir überhaupt eine Herzschuppe, um Shiny irgendeine Zahnattacke beizubringen? Ich glaube nicht mal, ne? Müsste ja, wenn dann hier drin sein. Nee, wir haben keine Herzschuppen. Nope. Okay, wir haben aber noch Schutz, oder? Zwei Stück? What am I doing here? Okay, wir sind absolut nicht vorbereitet. Vielleicht schneide ich das auch raus. Alter, what the hell? E-Beams nicht vorbereitet. Schneide ich raus, oder?
Ich weiß es nicht, ob ich raus. Ich habe jetzt so eine coole Anmoderation. Ich glaube, ich schneide einfach den Teil raus, wo ich das jetzt hier zusammensuche. Damn it. Abend, Kasuto. Mein Stream-Titel ist nicht mehr aktuell, stimmt. Bin gerade ein bisschen am Grinden, weil ich eine Herzschuppe brauche. Okay. Und ich habe schon alle Spots, wo man die. Also, ich glaube zumindest. Natürlich jetzt belastend. Schon wieder Luxdom. Wenn ich jetzt. Oben eins fände. Eigentlich hätte ich direkt googeln können und dann mich auf den Weg machen können. Ja, so smart war ich dann doch nicht. 212, 214 Untergrundhöhlen, wilde Libiskus. Moment, 212 und 214? Aber ich habe schon zwei Herzschuppen eingesetzt, glaube ich. Einmal Eis für Bulin. Das war's. Die Zunge schwer, hab mit Glück eine von Mammutschel gefunden. Ja, dachte ich mir schon. Es gibt halt nur zwei in der ganzen Story. Da muss man Libiskus farmen. Oder halt. Warte mal, das ist doch Route 214. 13. Ah, lol. Hier gibt's keine? Okay. 112. Ist zwar noch 14. Ah, hier, ne? Nee. Fuck. Hier ist so. Hier ist eine Herzschuppe. Okay. 14. Westliches Psychos in der Routenmitte versteckt. Weißt du, wo man ein Fossil findet? Ja, eigentlich auch. Dankeschön, Gesundheit. Ah, Batterieleistung, no. Ja, Fossilien sind im Untergrund, I guess. Gibt es da spezielle Spots für? Westlich des Psychos in der Mitte der Route. Ich glaube, den habe ich schon herausgefordert, oder? Ich will es aber nicht herausfordern. Westlich des Psychos in der Mitte der Route. Ah. Hier versteckt. Ah, die habe ich aber, glaube ich, schon. Okay, ich habe den anscheinend herausgefordert. Weideburgteil in der Baumecke südwestlich des Honigbaums im Moor versteckt. Südwestlich des Honigbaums. Oder auch nicht. Da ist ein Punkt. Oh. Ist das? Hallo? Ich kann mein. Ich kann mein Pogitsch nicht verwenden, wenn ich im Moor stecke? Wurde geprankt. Der Honigbaum ist doch hier oben. Ne? Ja. Südwestlich. Ich glaube. Ah, doch, den haben wir schon. Aber welche Attacke haben wir beigebracht? Okay, doch nicht. Warte, 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 warte. Nice! Okay.
Okay, dann haben wir die 214er Herdschuppe benutzt. Dann würde ich, glaube ich, meinem Luxra jetzt Feuerzahn beibringen. Eiszahn? Feuerzahn. Eiszahn wäre besser wegen Boden. Aber Feuerzahn ist irgendwie cooler. Aber Eiszahn wäre trotzdem besser. Wir haben ja ein Feuer-Pokémon. Das würde komplett seinen Wert verlieren, to be honest. Kann Luxra überhaupt Eiszahn? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist das euer Serious Ernst, Gamefreak und Ilka? Das könnt ihr doch nicht machen. Junge, wie sie Luxra komplett weggeworfen haben. Es ist einfach das coolste Pokémon dieser Erde, neben meinem Starter-Pokémon, obviously. Aber what the fuck? Warum kann dieses Mon nix? Moment, Eiszahn und Feuerzahn gibt's als TM? Ja, es gibt viele... Also, sorry, das war jetzt missverständlich. Skorgon, also Luxra ist ein so cooles Pokémon, aber es kann halt nix. Skorgo und Stalos können wenigstens was. Okay, Moment mal. Hier sind die TMs von Shining Diamond und Leuchtende Perle. Wow. Alter, Luxra kann ja gar nix. Luxra kann Standpauke, ja moin. Durch Vererbbarkeit. Cool. Durch Vererbbarkeit kann es Eiszahn, Feuerzahn und Donnerzahn. Oh mein... What? Oh mein Gott. Wir haben alles gefunden, außer den Magneten. Willst du mich verarschen? Hast du schon Driftlund für den Pokédex? Tatsächlich noch nicht. Aber brauche ich auch nicht. Ich sammle den Pokédex nicht. Es ist ein Casual Playthrough, also. So, wir haben jetzt endlich einen Magneten. Let's go. Und wir sind raus. Das sieht so dumm aus, Alter. Das sah früher schon dumm aus, aber das sieht ja noch dümmer aus. Gut. Immerhin eine Sache geschafft. Wenn wir schon nicht den Eiszahn bekommen, dann halt wenigstens einen Magneten. So, wir haben jetzt genug Superschutz. Ich habe jetzt keinen Bock mehr eigentlich. Eigentlich habe ich den Part angefangen, den zweiten Part, um quasi den Weg durch den Graderweg zu gehen. Hab dann gemerkt so, fuck, eigentlich hab ich keine Superschütze mehr. Hab dann Superschütze gekauft, wollte dann noch den Herzschuppe-Dings machen und dann sind wir hier gelandet. Also voll die Umwege eigentlich. Für gar nichts. So, was ich machen könnte für den nächsten Part, wäre Pionskura und Ponita entwickeln. Ist ja nur ein Level. Aber ich möchte das... Ah nee, das wäre ja Quatsch. Ich will es natürlich auch ein paar machen. Ja, dann nicht. Willst du es? Man kann es nur am Freitag um 0 Uhr bekommen. Nein, nicht um 0 Uhr. Du kannst es den ganzen Freitag bekommen. Luxra Harem gerade. Kannst es doch den ganzen Freitag bekommen, oder nicht? Das war ja früher auch nicht so, dass du es nur um 0 Uhr bekommen hast. Nur gegen Nacht. Echt? Haben die das geändert? Würde zumindest mehr Sinn ergeben, ne? Aber ist halt ein bisschen doof für die kleinen Kiddies, ne? Die sind ja nachts alle am Schlafen. Ich werde das kurz Recherche checken. Hier steht Windkraftwerk. Du kannst Rotom nur nachts bekommen, das weiß ich. Oh mein Gott, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht die alte Villa im... Was bin ich eigentlich für ein Let's Player, Mann? Ich habe die alte Villa immer noch nicht nachgeholt, obwohl ich die eh schon dreimal vergessen habe. Oh, jetzt bin ich irgendwie zu weit. Wo sind die Pokémon? Hier. Driftlon, freitags. Einmal jeden Freitag. Also hier steht nichts von nachts. Du kriegst es auch tagsüber. Morgens, tagsüber, nachts. Einmal jeden Freitag steht er komplett. Das kann nicht sein. Dann wäre es ja Freitag 0 Uhr, Samstag 0 Uhr. Es ist ja nur freitags dort. Dann hattest du irgendwas in den Einstellungen falsch. So, warum Manga?
So, wir machen jetzt erstmal, ich mache jetzt ein Part, ne? Also, ich mache jetzt kurz eine Unmod. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Und ja, es sieht ein bisschen weird aus. Wir befinden uns hier, im Ewigwald. Bei der alten Villa. Habe ich vergessen. Hole ich jetzt nach. Lol, mit Level fast 40. Ja. Ist ein bisschen ungünstig, tut mir leid. Aber Alter, die alte Villa sieht ja übel nice aus in den Remakes. Holy moly. Ah, ich hab's total vercheckt, wirklich. Ich hätte das direkt nach dem zweiten Run schon machen sollen. Naja, wir holen das nach. Wenn auch ein bisschen später. Alter, ich hab Angst. Es ist leider ein bisschen spät für die eine Sache, die wir hier noch machen können, glaube ich. Nein, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch ein Pokémon, das bald rausfliegt. Spaß! Ja, die Kenner unter euch wissen genau, was ich meine, aber... Nee, niemals. So, ich glaube, versteckte Items gab es hier jetzt nicht, wenn mich alles täuscht. Wieso gucke ich hier nach? Egal. Wir gehen erstmal durch die untere Tür. Das ist schon sehr gruselig auf jeden Fall. Hier gab es früher... Ich meine, es ist eine Villa. Oh. Oh. Wie heißt du auf YouTube? Kasuto, mein Freund. Adrione ganz 3, genauso wie ich auf Twitch heiße. Du kannst aber auch Ausrufezeichen YouTube, glaube ich, machen. Beziehungsweise unten in der Beschreibung ist auch mein YouTube-Kanal verlinkt. Also ich meine, du wirst da relativ schnell drankommen, I guess. Finde ich schade, dass sie hier nicht den Finsterstein damals hingepackt haben. Was mache ich denn? Ich und meine Fettfinger mal wieder. Ne, hier ist nichts. Aber ich würde gerne noch eine Sache machen. Genau die hier. Oh mein Gott. Der alte Besitzer. Hab dich jetzt abonniert. Dankeschön. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre von dir. Richtig cooler Dude bist du. Alter, hier sind Bilder. Ja, hier war mal eine ganz andere Zeit. So, das ist ein ganz besonderer Ort. Wieso hab ich nach rechts geguckt? Das ist weird. Telegator, nett. Nett, 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 nett. Durchsuchen jetzt hier erstmal alle Räume. Wir looten. Ne, loot. Alter, das Bild haben die ja richtig sick geremaked. Ich glaube, das ist das Foto des Villa-Herrn und da sind die roten Augen. Wenn man näher kommt, dann gehen die weg. Das war ja früher genauso, nur früher war da einfach nur so ein runder Kopf. Ey, ist das krass. Das ist richtig krass gemacht. Hier sind so Betten. Pokémon-Bilderbücher. Ich glaube, das war ein Kinderzimmer. Heftig. Hier steht ein alter Röhrenfernseher. Was für ein unheimlicher Fernseher. Er scheint dich geradezu anzustarren. Hier kann man zwischen 20 und 21 Uhr ein ganz besonderes Geister-Pokémon fangen. Die Zeit haben wir verpasst, aber wir können natürlich den Timer ein bisschen manipulieren. Fruchttafel. Nett. Zwei schufen Materie, drei schufen den Geist. So gaben ihre Wünsche der Welt Form. Nett. Wir wissen ja mittlerweile, dass es sich um die legendären Pokémon handelt. Sowohl die Cover-Legis als auch die Seen-Legis. Und was ich jetzt tun werde, ist ganz dreist die Zeit in von meinem PC. Hä? Bin ich jetzt doof? Oh mein Gott, oder sag mir nicht, das war Platin-Content-Exclusive. Es war Platin-Content-Exclusive, oder? Leck mich doch fett am Arsch. Das muss ich jetzt nachbuchen. Sorry für die Gratis-Drücke. Nein, das gibt's hier. Hä? Aber ich versteh's nicht. Wow. Ich muss erst in die Ruhmeshalle einziehen, bevor ich das machen kann. Gutes Remake. Gutes, man muss sagen... Ich glaube, in Diamant und... Wobei,
Doch, ein Diamantenpelz konntest du es auch haben. Lächerlich, wirklich. Okay. Okay. Gut, dann ist es so. Ja, jetzt, ne, ich weiß schon. Danke. Hättest du mir auch früher sagen können. Gut. Ich hatte ständig anzustarren. Crazy. Ich würde gerne noch das letzte, dritte Special triggern. Ich weiß nur nicht, wo das geht. Ich glaube hier, oder? Da ist das Mädchen. Gruselig. Genau. So, dann hätten wir alles erreicht hier in der alten Villa. Wie gesagt, nach Erhalt des Nationaldecks können wir ein ganz besonderes Pokémon dort fangen. Freitags können wir beim Windkraftwerk ein besonderes Pokémon fangen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt rausschneiden muss, wie viel Part wir jetzt haben. Eigentlich nicht viel. Vielleicht hänge ich die alte Villa auch noch hinten dran an den letzten Part und schneide den ganzen Rest einfach nur weg. Weil der Rest ist so schmutz und peinlich. Aber danke trotzdem an dich, Kasuto2007, für deinen Follow und für dein Abo. Ich hoffe, du schaust öfters rein. Macht Spaß, sich zu unterhalten, ne, wenn jemand da ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss hart aufs Klo. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich weiß auch gar nicht, wie spät es eigentlich ist, weil ich meine Uhr geändert habe. Ah ja, 22 Uhr. genau, haust rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.